200 Gramm Edeka Schweizer Edelzart Bitterschokolade mit 81% Kakao, 2 Eier, 70 Gramm Zucker, 125 Milliliter Sahne, 100 Gramm Edeka Schweizer Edelzart Bitterschokolade mit 72% Kakao, 150 Gramm frische Himbeeren, 1 Billion Orange 1/Z, und frische Minze, 1 Esslöffel flüssiger Honig, 1 Prise Salz, 50 Gramm Walnüsse, 50 Gramm Hase, die 81 Hege Schokolade in grobe Stücke hacken und im Wasserbad schmelzen. Die Eier trennen. Eigelbe mit 20 Gramm Zucker über dem Wasserbad schaumig schlagen. Die Eiweiße mit 50 Gramm Zucker zu Eischnee schlagen. Die Sahne ebenfalls steif schlagen. Die vorbereiteten Zutaten bereit halten, damit die Mousse bei optimaler Temperatur zubereitet werden kann. Die Schlagsahne mit dem Schneebesen unter die noch lauwarme Schokolade rühren. Anschließend den Eischnee mit einem Kochlöffel vorsichtig unterrühren. Die 72%ige Schokolade fein hacken und unter die Mousse heben. Die Mousse in eine große Schüssel füllen und im Kühlschrank 3 die Himbeeren waschen und mit einem Küchentuch trocknen. Die Orange heiß abspülen und die Schale abreiben. Die Minze fein zerhacken. Himbeeren, Orangen, Abrieb, Minze, Honig und Salz miteinander vermischen. Die Nüsse in einer beschichteten Pfanne anrösten und grob hacken.